Meersalz, Kochsalz, Steinsalz und Siedesalz ist nur eine kleine Auswahl an Salzarten. Auch wenn sich diese alle etwas unterscheiden, haben sie doch einiges gemeinsam. In diesem Video geht es um das Ökosystem Meer, im Speziellen um die Produktivität und den Stoffkreislauf. In dem Sinne, viel Spaß und los geht's! Im letzten Teil zum Ökosystem Meer hatten wir euch ja schon die wichtigsten Fakten dazu erzählt. Einen Aspekt hatten wir aber außen vor gelassen. Im Ökosystem Meer sind Meersalze ein wichtiger abiotischer Faktor. Aber wie gelangt dieses Salz ins Meer? Das kann zum Beispiel über die Flüsse der Kontinente, durch Erosion an den Küsten und aus der Luft geschehen. Sowohl der Festlandsockel als auch die Auftriebszonen sind nämlich Meersalz- und nährstoffreich. In diesen Auftriebszonen sind die Nährsalze und Lichtverhältnisse günstig für die Primärproduktion. Durch Phytoplankton, photoautotrophe Bakterien und Algen sowie sessile Pflanzen. Sie sind die Grundlage für die marine Nahrungskette, also die Primärproduzenten. Konsument erster Ordnung ist das Zooplankton. Dazu zählen Ruderfußkrebse, Schnecken, Salpen und Larven. Und damit kommen wir schon zu Konsumenten zweiter Ordnung. Dazu zählt das Nekton. Dieser lebt räuberisch vom Zooplankton. Und dazu zählen Quallen, Krebse, Pfeilwürmer, Tintenfische, Hering und Makrele. Und dann gibt es noch Konsumenten höherer Ordnung, wie größere Fisch-, Säugetier- oder Vogelarten. Und dann haben wir noch die Ebene der Destruenten, also der Zersetzer. Dazu zählt der Detritusfresser und Destruenten in Tiefseegebieten, die absterbende Meeresorganismen fressen und zersetzen. Die Tiefseegebiete liegen weit ab von möglichen Photosyntheseorten. Daher gibt es lange Wege und Zeiträume, um die Nährsalze wieder an die Oberfläche zu befördern. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Die Auftriebszonen sind also die wichtigsten und produktivsten Bereiche der Meere. Hier leben viele Krebse, Krill, Fische, Säugetier- und Vogelarten. Und hier liegt auch das Problem, es ist der beste Ort für Menschen hier zu fischen. Küstenferne Regionen sind meist nährstoffarm, das erkennen wir an blauem, klarem Wasser. Kleiner Funfact am Rande, blau ist die Wüstenfarbe der Meere. Die Temperatur und das Lichtangebot sind wichtige Faktoren für die Primärproduktion. Und noch ein letzter wichtiger Punkt. Aufgrund der unterschiedlichen biotischen und abiotischen Faktoren haben sich in verschiedenen Teilen der Meere unterschiedliche Ökosysteme herausgebildet. Zum Beispiel gibt es Korallenriffe, Hochsee, Tiefsee mit schwarzen Rauchern, Wattflächen, Mangrovensümpfe und Lagunen. Wenn ihr mehr über Ökosysteme erfahren wollt, dann checkt doch das Video und die Playlist ab. Links sind in der Videobeschreibung und oben rechts beim i. Daumen hoch und abonnieren freut uns sehr, um kein Video mehr zu verpassen. Und gerne bis bald. Viele Grüße, ciao!